Praise the Lord, my Lord, the mightiest, mightiest prophets of the Lord. Nun, gesegnete Leute, der Herr Jehova hat in dieser vergangenen Nacht mit mir gesprochen. Der Herr Gott, der Allmächtige, Jehova Elohim, hat in dieser vergangenen Nacht mit mir gesprochen. Es gibt einen sehr, sehr schweren Krieg, der zur Erde kommt. Der Herr hat mir die Bodeninvasion gezeigt. Der Herr hat mir einen sehr ernsten Krieg gezeigt, der Israel involviert. Die Bodeninvasion. Wenn jetzt endlich alle Truppen hineinkommen, es ist unglaublich. Es ist wahrscheinlich einer der schockierendsten Momente auf der Erde. Es gibt einen Krieg. Die Erde befindet sich gerade an der Schwelle zu einem sehr, sehr großen Krieg. Der Herr hat mit mir in dieser Nacht über diesen Krieg gesprochen und jedes Fahrzeug, viele Fahrzeuge, militärische Fahrzeuge, einige von ihnen sind Panzer, alles, die Helikopter. Ich habe niemals so etwas gesehen. Es gibt einen sehr schweren Krieg, der zur Erde kommt, der Israel involviert. Es gibt einen sehr, sehr ernsten Krieg, der zur Erde kommt, der Israel involviert und gesegnete Leute in diesem Krieg. Es wird ein Krieg am Boden sein. Ich sehe buchstäblich jedes Fahrzeug und einige Soldaten sitzen in Lastwagen. Die Helikopter fliegen sehr tief. Zusammen mit den Fahrzeugen bewegen sie sich, während die Fahrzeuge rollen massiv. Sie kommen wie ein Sturm. Sie kommen wie ein Sturm. Es ist so, als wenn die Welt zu einem Ende kommt. Es ist unglaublich. Der Herr hat mir einen sehr schweren Krieg gezeigt, der kommt, der Israel involviert. Und ihr wisst alle, dass Israel die prophetische Uhr Gottes für die Endzeit ist. Also möge die Gemeinde sich vorbereiten, möge die Gemeinde bereit sein, denn ein schwerer Krieg kommt. Und ich sehe die Bodeninvasion, den Bodenangriff. Ich denke auf Gaza, aber ich sehe einen anderen Weg auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob dieser andere Weg nach Südlibanon führt, um gegen die Hisbollah zu kämpfen, die Hisbollah in Libanon. Denn der Herr zeigt mir einen anderen Weg und Panzer sind auf der anderen Seite gefahren. Oder es sind zwei Wege, die nach Gaza führen. Aber der Herr hat mit mir über einen unglaublichen Krieg gesprochen, der zur Erde kommt, der Israel involvieren wird. Die Gemeinde muss bereit sein. Stellt sicher, dass ihr heilig seid und gerecht. Diejenigen von euch, die weise sind, ihr wisst sehr gut, dass diejenigen, die unter der Wolke Gottes sind, ihr wisst, dass es keinen besseren Ort gibt, an dem ihr sein könnt, wo Gott öffentlich herausgekommen ist und sich mit euch identifiziert hat. Erinnert euch daran, was Gott der Allmächtige mit den Kindern von Israel getan hat, als er in seiner Wolke kam, um sich öffentlich mit ihnen zu identifizieren. Und dann hat er sie sein Volk genannt. Also er hat es in diesem Zeitalter getan. Der Rest in den anderen Gemeinden, ich weiß nicht, wie man euch helfen kann, denn die Wunder sind offensichtlich, die Botschaft ist offensichtlich, die Botschafter sind offensichtlich, sogar der Himmel hat auf sie gezeigt. Aber ich habe einen enormen historischen Krieg gesehen, der zur Erde kommt. Es ist unglaublich, an diesem Morgen, vor nur wenigen Stunden, 1,5 Stunden oder 2 Stunden zuvor, hat der Herr mir einen massiven Bodenangriff gezeigt. Israel ist involviert und es kommt wie ein Sturm, als wenn die Welt zu einem Ende kommt, von jeder Richtung. Und es war unglaublich. Man konnte dem nicht entfliehen. Und die Fahrzeuge, die militärischen Fahrzeuge rollen hinein. Massive Anzahlen von militärischen Fahrzeugen und Waffen. Und die Lastwagen voller Soldaten. Und die Helikopter fliegen sehr tief über den Fahrzeugen. Und es wird geschossen. Und es gibt Explosionen, unglaublich. Wie ein Sturm, gesegnete Leute. Die Gemeinde sollte sich vorbereiten. Nochmals sage ich, diejenigen, die in diesem Dienst seid, ihr seid gesegnet. Denn hier ist der Herr, hier ist die Stimme des Herrn, der Schatten des Herrn ist hier. Ihr seht, in Brasilien war ich nicht einmal in der Lage, den Schatten von Jahwe zu gebrauchen. Denn der Besuch war so massiv. Ich musste nicht einmal Leute in einer Reihe aufstellen in Rio de Janeiro. Und alle 100% der Blinden wurden geheilt. Diejenigen, die hier sind, es ist offensichtlich. Aber aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, warum andere Leute immer noch in anderen Gemeinden sind, denn die Wolke Gottes ist hier. Tatsächlich hat der Herr mit mir über seine Wolke per Stimme gesprochen.
auch in dieser vergangenen Nacht. Die Wolke Gottes ist hier, die Stimme Gottes ist hier, die Kraft Gottes ist hier, die Ankündigung Gottes ist hier, die Botschafter von Gott, dem Allmächtigen, sind hier. Die Wunder Gottes sind hier. Ich weiß nicht, wie man den anderen Glaubensrichtungen helfen kann. Man sieht, dass die Seniorleiterschaft aus Italien kommt und sie sagen, bitte hilf unserer Nation, nur du kannst uns helfen, in das Königreich Gottes einzutreten. Aber jetzt ist es sehr ernst. Ein ernster Krieg kommt zur Erde. Die Bodeninvasion, die nach Gaza kommt. Und er zeigte mir einen anderen Weg. Ich weiß nicht, ob sie gleichzeitig den Libanon angreifen, aber dies ist ein ernster Moment. Es war unglaublich, es wird unglaublich sein. Sie kommen wie ein Sturm mit der Wolke und mit massivem Feuer und Kraft und Explosionen, Helikopter und alles. Dies ist niemals auf der Erde passiert, gesegnete Leute, und für die Gemeinde, dies ist ein Kennzeichen für euch, ein Zeichen für euch, dass der Messias kommt. Erinnert euch, dass Israel die Uhr Gottes ist und die Ereignisse der Gemeinde drehen sich um Israel. Und erinnert euch, ein Krieg, so ein Krieg wird die Notwendigkeit für einen Friedensvertrag mit Israel verursachen. Und all diese Dinge passieren in der Trübsal. Und nun für die Gemeinde ist dies ein weiteres ernstes Zeichen, dass ihr euch vorbereiten sollt, gerecht sein sollt, gehorsam sein sollt, euch der Wolke Gottes unterordnet. Ihr müsst euch Jahwe unterordnen, damit ihr in das Königreich Gottes eintreten könnt. Ihr könnt euch nicht außerhalb von Jahwe unterordnen, um in das Königreich Gottes einzutreten. Es ist sehr schockierend, der Messias kommt. Danke.